Herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf Jungle Drum Radio. Haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, woher der ganze Reichtum hier in Europa kommt? All die protzigen Rathäuser, Kirchen, Schlösser, wer die eigentlich alle bezahlt? Nun, die Europäer jedenfalls nicht, sondern eher all die Menschen in all den Ländern, die wir eben in den letzten Jahrhunderten unterworfen haben. Wir haben sie kolonialisiert, wir haben sie ausgebeutet, bis aus Blut. Und daran haben wir uns hier gesund gestoßen. Und an dieser Praxis hat sich übrigens während der letzten 500 Jahre nichts geändert. Aktuelle Beispiele sind zum Beispiel Libyen, Mali, Syrien, um mal nur einige zu nennen. Ja, wie ist es zu diesen verhängnisvollen Entwicklungen gekommen? Und wohin wird uns diese Entwicklung in Zukunft führen? Eben darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und dafür haben wir auch genau den richtigen Gast und Interviewpartner an Bord, nämlich den Nico. Nico ist Wirtschaftswissenschaftler und befasst sich zudem sehr eng mit politischen Themen und kann uns da einige Einblicke vermitteln. Hallo Nico. Hallo zusammen. Ja, die Hörer werden es schon gemerkt haben. Ich nenne dich nur beim Vornamen. Vielleicht ganz kurz, warum möchtest du gerne beim Vornamen nur genannt werden? Das hat einfach den Grund, dass ich schon mal einen Auftritt hatte im Internet und mir dadurch leider, muss man immer noch sagen, einige Probleme erwachsen sind und ich kann da nur an die Zuschauer appellieren, das, was ich sage, hat Hand und Fuß. Aber ich kann einfach aus persönlichen Gründen meinen Nachnamen oder meinen kompletten Namen nicht nennen. Wobei das ja auch kein Problem ist. Ich meine, Zeugenschutz oder Quellenschutz ist eine Selbstverständlichkeit überall. Gut, dann gehen wir gleich mal in medias res. Ich habe ja schon ein bisschen über den Eurozentrismus gemeckert, so nennt man das, wenn man die stärkeren Waffen hat und überall, wo man auf der Welt etwas sieht, dann behauptet, das gehört mir. Ja, wie hat sich dieser historische Eurozentrismus denn entwickelt? Also ich denke, das ist ein sehr guter Ansatz, wenn du versuchst, dieses Problem über die Geschichte aufzuklären, weil das ist nämlich die Sache, wie es bei mir angefangen hat, dass ich der Meinung bin, dass wenn wir nur die heutige aktuelle Lage sehen oder auch selbst wenn wir 100 Jahre zurückgehen, dann bekommen wir nicht die Antworten, die wir brauchen. Das heißt, ich denke, der Zeitansatz von 500 Jahren ist genau richtig gewählt. Und meiner Meinung nach hat es angefangen, schon damals, dass ich hier, schon noch früher als vor 500 Jahren, dass ich einfach reiche Familien, damals kann man ja zurückgehen, ich sage mal, bis auf die Römer zum Beispiel, das Römische Reich zum Beispiel ist untergegangen, aber die Familien, die im Hintergrund geherrscht haben, die haben sich sicherlich noch ihr Plätzchen an der Sonne zugesichert. Das Ganze geht dann weiter über die Medici und so weiter, die durch Handel ja schon damals sehr reich geworden sind. Die Fugger, all diese großen Familien, die, Borgia auch, ne? Borghese. ja genau, die, also es gibt in diesen europäischen Ländern hier, gibt es einfach eine ganz alte Tradition der Kolonialisierung, des Handelns mit Methoden, die nicht unbedingt dem Handel würdig sind, sagen wir mal so. Und dann neulich bin ich auch darauf gestoßen, das Bild, das jetzt von uns oder das am besten im Moment gerade auch unsere aktuelle Wirtschaftslage oder das Wirtschaftssystem widerspiegelt, das wurde fabriziert von den Engländern damals mit der East India Trading Company. Das waren praktisch, das war sozusagen eine private Handelsgesellschaft, die über den gesamten Commonwealth gehandelt hat, die aber vom Staat mit Truppen versorgt worden ist. Also das war so eine Art Handel, wie heute das Blackwater zum Beispiel. Also diese Leute hatten freie Hand, die konnten sage ich mal, die Gewinne mehr oder weniger einstreichen. Klar, ein bisschen mussten sie auch an die Krone abgeben. Aber wenn es mal zu Problemen kam, irgendwelche Stämme oder haben aufgemuckt, dann wurden da sofort Truppen hingeschickt. Und so konnte man ganz effektiv, konnte man mehr oder weniger dafür sorgen, dass die Sonne im Commonwealth niemals untergeht.
Deswegen auch der doppelköpfige Adler, der in beide Richtungen sieht, weil er die Sonne auf- und zugehen sieht. Zum Beispiel der Adler des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Ja, genau, das ist genau das. Wir scheitern immer daran in unserer, also wir, sage ich jetzt so, der Normalsterbliche, wir scheitern in unseren Erklärungsversuchen und in unserer Lösungsfindung einfach immer daran, dass wir die Zeitspanne nicht überblicken. Für, sage ich mal, 90% der Menschen kam der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg, und das sind zwei isolierte Ereignisse, aber man muss das zusammen sehen. Diese Leute, die an der Macht sind, deswegen ist auch dieser geschichtliche Hintergrund so wichtig, die denken nicht in Generationen, die denken auch nicht in 100 Jahren, sondern wenn man sich die Rothschilds zum Beispiel anguckt, die wussten, dass sie ihr Imperium über 300, 400 Jahre aufbauen. Und das ziehen die auch so durch. Und von daher sieht man auch unter einem anderen Deckmantel andere Personen, andere Firmennamen, aber die Handlungen sind immer gleich, die haben sich nicht verändert. Nun gibt es aber doch gar nicht mehr so den Kolonialismus wie damals. Heute haben wir Freihandel. Ist das nicht viel besser? Also mit der Frage habe ich mich sehr lange beschäftigt und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, wenn wir uns die Prinzipien anschauen, nur die reinen Arbeitsprinzipien des Kolonialismus und des Freihandels, dann ist das eine und dieselbe Sache. Das muss man ganz klar so sagen. Natürlich, früher war es, das ging alles noch ein bisschen wilder zu, aber vom Prinzip her war es so, Entwicklungsland oder ärmeres Land hat irgendwelche Rohstoffe, die hier nach dem merkantilistischen System, die ausgebeutet werden, dann verarbeitet werden und mit hohen Gewinnen verkauft werden. Und genau dasselbe ist heute auch. Wenn heute irgendeine Firma, ein großes Unternehmen, British Petrol oder irgendjemand, selbst Banken, wenn die heute irgendein Fleckchen auf dieser Erde finden, an dem man Rohstoffe ausbeuten kann, dann gehen die dahin. Und die Methoden sind genauso drastisch. Also heute müssen sie ein bisschen vorsichtiger sein, weil es Reporter gibt, weil es die neuen Medien gibt. Aber letztendlich lässt sich kein großes Unternehmen lässt sich davon abhalten, wenn wir uns Irak angucken, wenn wir uns Syrien, Libyen angucken. Die haben alle irgendetwas gemeinsam, nämlich Rohstoffe. Und die schrecken da auch, also die Verursacher schrecken da auch nicht zurück, ganz große Kriege anzufangen. Ja, ich habe mir gestern spontan nochmal den Film Economic Hitman angeschaut. Und das ist ein sehr interessanter Film, den ich nur weiterempfehlen kann. Jedenfalls hat da so ein Hitman, also im Grunde ein Agent, der die Staatsoberhäupter rohstoffreicher Staaten zur Kooperation überredet. Ja. Der hat mal so ein bisschen ausgeplaudert, was er in seinem Leben so getrieben hat. Und der hatte ganz klar den Auftrag, möglichst viele Dollarmilliarden in diese Länder hineinzupumpen, um die dermaßen in Schulden zu stürzen, dass sie nie aus ihrer Schuldenspirale rauskommen, sodass sie sich im Grunde besser ausbeuten lassen. Ja? Und letzten Endes hat er dann am Schluss, wenn ein neuer Präsident gewählt wurde, hat er ihm gratuliert, hat ihm das erklärt und hat ihm eine Zigarre und einen Koffer mit ein paar hundert Millionen Dollar hingelegt. Und auf der anderen Seite hat er eine Patrone, eine Gewehrpatrone hingestellt und gemeint, ja, entweder du machst mit oder wir bringen dich um. Irgendwann, irgendeiner deiner Nachfolger, der wird dann schon mitmachen. Auf die Art und Weise sind also auch in Südamerika viele Präsidenten umgekommen. Man sollte also als Präsident eines rohstoffreichen Drittstaates keinesfalls das Flugzeug benutzen, wie wir heute wissen. Zum Beispiel Salvador Allende ist so ein Fall. Allende, genau. Oder Bolivar, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall ist das eine ganz, ganz knallharte, verbrecherische Praxis. Ja, und jetzt haben wir es offenbar so weit getrieben, dass keiner mehr mit uns spielen will. Dass also diese ganzen Länder der ehemals dritten Welt, inzwischen sind es Schwellenländer, wie man sagt, dass sie aber gar keine Lust mehr haben, sich von uns über den Tisch ziehen zu lassen. Und deswegen lieber ihre Geschäfte beispielsweise mit China machen, die dort stattdessen Staudämme, Schulen, Infrastruktur bauen. Wohin führt uns das denn heute? Wie kriegen wir dann überhaupt noch jemanden, der mit uns Handel betreibt? Indem wir
immer drastischere Methoden anwenden. Also ich habe ja meine Masterarbeit genau über dieses Thema geschrieben, Militarisierung. Und es ist absolut korrekt, dass den Entwicklungsländern oder mittlerweile den Schwellenländern die Lust sozusagen am Handel mit den westlichen Staaten vergeht. Und das hat ja auch seine Gründe. Ich gehe jetzt mal nur zurück bis zum Zweiten Weltkrieg, Ende des Zweiten Weltkrieges, als das neue weltweit oder globale Handelssystem aufgebaut worden ist. Da ist die Weltbank entstanden als eine Säule, der Internationale Währungsfonds als zweite Säule. Und die dritte Säule wäre eigentlich eine Welthandelsorganisation geworden, damals schon. Die ist aber an den Amerikanern gescheitert am Senat, weil einfach damals hat der John Maynard Keynes hat das mehr oder weniger ausgearbeitet und der hatte einfach zu viel soziale Elemente mit reingebracht. Vor allen Dingen hat er dafür gesorgt, dass ein Land nicht zu viel Überschüsse erwirtschaften kann und das andere Land praktisch zu hohe Defizite. Also das musste sich seiner Meinung nach alles so im Gleichgewicht halten. Der Mann war jetzt kein Heiliger, aber er hat auf jeden Fall was von Wirtschaft verstanden und hat gewusst, wenn ein Land gnadenlose Überschüsse erwirtschaftet, dann kann das nur auf Kosten der anderen sein. Ja, und diese Strukturen haben sehr lange gehalten. Die haben so gehalten bis in die 80er Jahre. Ist aufgebaut worden in Handelsrunden. Das heißt, so immer etwa 8 Jahre haben sich die Großen und die Kleinen an den Tisch gesetzt und die Großen haben den Kleinen dann gesagt, wie der Handel funktioniert, zu welchen Konditionen. Und mit dem Aufkommen der heutigen Schwellenländer oder ja, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, Brasilien, die BRIC-Staaten, insbesondere China, ist es so gegen Ende der 80er Jahre immer schwieriger geworden. Die Handelsrunden hatten immer weniger, also damals hieß es ja noch das GATT. Die Ergebnisse wurden immer schmaler und dann musste man noch ein bisschen mehr, seitens der Industrieländer musste man ein bisschen mehr auf die Tube drücken, musste man ein bisschen mehr auf sein wahres Gesicht zeigen. Und dann kam es 2001 zur Doha-Runde. Das war die letzte aktuelle. Und da ist es dann ganz klar geworden, dass China und auch andere Länder, Brasilien insbesondere, Russland war ja damals nicht in der Welthandelsorganisation, aber also China und Brasilien, die haben ganz klar gesagt, Herrschaften, die Zeit, in der ihr praktisch mit uns Katz und Maus spielt, die ist vorbei. Und ab jetzt müssen wir etwas gleichmäßiger verteilen. Und das, wenn man praktisch den Totalanspruch hat seitens der EU, damals Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und natürlich die Amerikaner, dann heißt, wenn diese Entwicklungsländer oder Schwellenländer nur 10% vom Kuchen abhaben wollten, dann heißt das natürlich für uns Riesenverluste. Und das war der Startpunkt meiner Arbeit, weil ich dann angefangen habe, ich habe mir angeschaut, aha, damals der Generaldirektor der WTO, Pascal Lamy, hat immer gesagt, wir sind bei 80%. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann das sein, wenn man 80% des Weges schon gegangen ist, warum blockieren die anderen noch, diese bösen Entwicklungsländer, das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich mir genau die Arbeitsprinzipien angeguckt, an denen es gescheitert ist. Und da gibt es etwa eine Handvoll Regeln, die damals bei der Gründung der WTO von der EU und den USA ins Leben gerufen worden sind. Und diese Regeln sind nichts anderes als ganz krasse Ausbeutungsknebelverträge, bei denen jeder normale Mensch einfach sagen muss, nein, so geht's nicht. Und ich sag mal, ich bin froh, dass es jetzt mittlerweile so leichte Koalitionen gibt, die blockfreien Staaten, die BRIC-Staaten, die jetzt anfangen, ganz langsam den herrschenden Klassen hier in Brüssel, in den europäischen Hauptstädten und in Washington, Tel Aviv und so, ein ganz bisschen die Stirn zu zeigen. Ja. Mal eine kurze Zwischenfrage, die eigentlich jetzt nicht so wichtig ist, aber die Doha-Runde, sagtest du, Doha ist die Hauptstadt von Katar und Katar, das ist so eine, ist ein gewissermaßen der Blindarm Saudi-Arabiens. Wieso verhandeln die ausgerechnet da? Das hat einen ganz einfachen Grund, weil es in den
Handelsrunden zuvor, wie ich gesagt habe, gab es nicht nur seitens der teilnehmenden Vertreter der Regierungen Proteste, sondern auch Zivilisten. Menschen, die sich zusammengefunden haben und die demonstriert haben, so im Sinne Antiglobalisierung. Und das hat so große Ausmaße angenommen, dass die am Ende gesagt haben, also wir müssen jetzt auf ganz isoliertes Fleckchen Erde uns verkriechen, sozusagen, wo niemand hinkommt. Und wenn jemand hinkommt, dass wir die Möglichkeit haben, durch die herrschenden Strukturen da einfach mal richtig draufzuhauen. Ah ja, alles klar. Also es leuchtet ein. Jetzt aber die Frage ist absolut berechtigt und da machen die auch gar keinen Hehl draus. Also davor war eine Handelsrunde in Seattle zum Beispiel und das war ein absolutes Chaos. Die brauchten da einen Großteil ihres Budgets für Sicherheitsmaßnahmen. Ja. Das stimmt, das ist natürlich in Katar sehr viel einfacher zu regeln. Jetzt ist es ja leider so, dass die Europäer, auch die USA, aber jetzt vor allen Dingen auch die Europäer in den vergangenen Jahrzehnten einerseits auf Automatisierung gesetzt haben. Unter Kohl wurde ja Deutschland zum Automatenpark und es wurden ja Hunderttausende entlassen damals. Andererseits wurde ein Großteil unseres Know-hows nach Asien ausgelagert, damit die dort billig produzieren können. Asien war damals die Billigwerkstatt Europas. Ja. Jetzt haben die unser Know-how und sie haben die ganze Produktion an sich gerissen oder ja übernehmen müssen auf unseren Wunsch hin. Wir haben doch eigentlich gar nichts mehr. Was machen wir denn jetzt, wenn der Euro crasht, wenn die Europäische Union zerfällt? Wir haben doch gar kein Know-how mehr. Womit sollen wir überhaupt noch unsere Zukunft gestalten? Ja, das ist ja das große Druckmittel. Ich sag's mal so, wenn das ist ja geplant alles, das geht alles zurück auf Adam Smith, damals Arbeitsteilung, David Ricardo, die komparativen Kostenvorteile, Heckscher-Ohlin, das sind alles Modelle. Adam Smith geht ja zurück noch auf Ende 18. Jahrhundert. David Ricardo ein bisschen später, Anfang 19. Und da geht es einfach darum, dass die Welt aufgeteilt wird in Produktions- und Konsumzonen. Also die einen produzieren, die anderen verbrauchen. Die anderen spekulieren, sagen wir es mal so. Bitte? Kann man das sehen? Das heißt, ja gut, produzieren und verbrauchen. Gibt es nicht vielleicht eher auch die Untertrennung in produzierende Staaten und in spekulierende Staaten. Zum Beispiel England, außer ihrem komischen Kuchen produzieren die nicht viel. Und die USA produzieren außer Waffen eigentlich auch nicht mehr viel. Alle leben eigentlich nur noch von der Finanzwirtschaft. Genau. Aber das ist eben Teil des Programms, dass man, weil du Helmut Kohl angesprochen hast, das ist ja, sag ich mal, das geht ja vielen anderen Ländern auch so, diese komparativen Kostenvorteile und dieser unbedingte Zwang nach Skalenerträgen, ja, bringt die Länder dazu oder zwingt die Länder dazu, bestimmte Industrien aufzugeben. Also ein Land hat zwei Industrien, so zwei Länder, zum Beispiel Deutschland, Frankreich, und beide produzieren Autos und Schuhe. Und nach diesem uralten Modell, das von Adam Smith und David Ricardo, das wirklich nur eine Theorie ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man sich anguckt, auf welchen Grundfesten diese Theorie beruht, dann kann man eigentlich nur lachen. Ja? Aber es wird eben angewendet. Und jetzt nochmal zurück zum Beispiel, und jetzt muss sich praktisch Deutschland und Frankreich, die müssen sich entscheiden, produzieren wir beide Länder gleichzeitig Autos und Schuhe oder sagen wir, Deutschland produziert Autos und Frankreich Schuhe. Und in diesem Theorem ist es eben so, dass wenn ein Land eine Industrie aufgibt und sie in einem anderen Land überlässt, dann kommt in der Summe total mehr raus. Was aber, genau was du sagst, bedeutet, dass ein Land dann praktisch nur noch Autos produziert und das andere Land nur noch Schuhe. Wenn jetzt irgendwann mal ein Engpass ist, in Frankreich im Schuhsektor, dann bekommen wir keine Schuhe, weil wir vor 30, 40, 50 Jahren unser Know-how abgegeben haben. Wie schlimmer ist es natürlich, wenn die ganze Sache nach Asien geht, weil dann natürlich auch die Mentalitäten anders sind, die Transportwege sind länger. Und aber wir haben im Grunde genommen keine andere Möglichkeit, weil
Die Abhängigkeiten sind so groß mittlerweile, wenn jetzt irgendwie, so ein kleines Beispiel ist ja Trigema, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieser Unternehmer, der beharrt darauf, weiterhin seine Textilien in Deutschland zu produzieren. Schwäbische Aber, Alb, ja. Trigema auf der Schwäbischen Alb sitzen, die ich erinnere mich. ja, Mache genau. Modebekleidung, ja. Und du kannst, sage ich mal, in einer Nische, in einer ökonomischen Nische kannst du das noch machen, wenn du unheimlich viel auf diese Karte setzt, inländische Produktion. Dann kannst du ein paar Überzeugte finden, die sagen, okay, wir kaufen das, aber flächendeckend ist das nicht mehr möglich. Weil das sind jetzt Sportartikel, die die herstellen. Und da kann ich mal sagen, okay, ich kaufe mir anstatt einen Billigschuh, für 30 Euro kaufe ich mir mal ein Trigema. Aber was mache ich mit alltäglichen, mit Lebensmitteln? Im Lebensmittelbereich ist ja genau das Gleiche. Du kannst dir Kartoffeln aus Ägypten kaufen. Solche Dinge. Ja. Und die Länder sagen einfach, die Entwicklungsländer, für die sind gebrandmarkt, die sagen sich, wir können den Europäern nicht mehr vertrauen. Und jetzt, nachdem, zum Beispiel nochmal zurückzukommen auf die Doha-Runde, nachdem die Doha-Runde gescheitert ist, sagt sich insbesondere die EU und die USA, die versuchen jetzt wieder bilateral zu verhandeln. Also das Prinzip der WHO, der Welthandelsorganisation, ist, dass man sich zusammensetzt und in einem großen Plenum verhandelt. Und die Beschlüsse, die eingegangen werden, sind automatisch geltend für jedes Mitgliedsland. Wenn es jetzt aber bestimmte Entscheidungen, die insbesondere in Europa und in den USA gewollt werden, wenn die nicht durchkommen, ja, dann muss man einfach im Sinne dieses Kolonialismus und dieser geistigen Strukturen, dann muss man sich einfach wieder aus dieser WHO lösen, sie gleichzeitig entwerten und muss bilateral mit diesen Ländern verhandeln. Und dann kann man natürlich wieder bestimmte Druckmittel einsetzen. Aha, also Aber mit das anderen nennt man Worten. ganz euphemistisch, nennt die EU, nennt das WTO Plus, das ist aber WTO Plus Verhandlungen. Oder jetzt, was mit der Ukraine im Moment gerade läuft, Assoziierungsverfahren. Ja. Aber das ist im Grunde genommen nichts anderes, als dass man sich wieder vom großen runden Tisch löst, den Geschäftspartner sozusagen zur Seite nimmt und sagt, also, du wolltest nicht, oder die ganze hier, die Entwicklungsländer, die wollen das nicht, jetzt müssen wir wieder die alte Karte ziehen. Also man hat das erst versucht, indem man gesagt hat, okay, die ganze Runde muss geschlossen dieses gesamte Paket annehmen. Und wenn dann Korrekt. irgendeiner quergeschossen ist, dann konnte man ihn unter Druck setzen, sagen, hör mal, nur wegen dir scheitert das, wir alle wollen das. Und du bist der Einzige, der jetzt hier den Störfaktor mimt. Und damit konnte man die Leute eine Weile lang zum Einknicken bewegen. Inzwischen sagen die trotzdem nein. Also versucht man es wieder mit vier Augengesprächen, wo man sie dann vielleicht besser wieder bedrohen kann oder unter Druck setzen kann. Exakt genauso ist es. Und dieses Prinzip, was du jetzt angesprochen hast, heißt Single Undertaking. So wird das bei der Welthandelsorganisation genannt. Das heißt, nichts ist entschieden, solange nicht alles entschieden ist. Das sind diese 80%, die ich gerade eben angesprochen habe. Und so kann man natürlich in eine Handelsrunde gehen, kann im Voraus schon mal verlautbaren lassen, okay, wir sind bei 80%. Dann setzt man das Enddatum der Verhandlungen auf in einer Woche. Und dann sagt man so, am letzten oder vorletzten Tag sagt man dann, also Herrschaften, wir sind bei 80%, aber ich sage jetzt mal ein blödes Beispiel, Simbabwe und Indien haben sich noch nicht durchgerungen, diese Entscheidung anzunehmen. Das sind die Sündenböcke, die schwarzen Schafe. Und dann kann man natürlich so insbesondere auf kleine Länder kann man unglaublich Druck ausüben, weil die dann damit leben müssen, eine Handelsrunde scheitern zu lassen. Ja. Ich würde gerne nochmal auf die Verflechtung, auf die wirtschaftliche Verflechtung dieses Planeten eingehen. Wie abhängig sind jetzt eigentlich die Staaten der Welt voneinander? Gesetzt den Fall China und Asien und auch Südamerika, die werden jetzt ganz reich und mächtig und Europa geht kaputt.
dann fehlt denen ja auch der Absatzmarkt. Wo sollen die es verkaufen? Das heißt, irgendwie jeder braucht im Moment doch eigentlich jeden. Wir verkaufen nach China, China verkauft zu uns, die Amis verkaufen auch hier ihre Sachen. Also jeder verkauft an jeden und jeder kauft von jedem. Und sobald irgendwie ein Stein in diesem Spiel fehlt, ist das gesamte Spiel gefährdet. Wie extrem ist diese Abhängigkeit der Staaten voneinander denn? Also die Abhängigkeit ist enorm. Die ist praktisch, die Abhängigkeit ist so hoch, dass wir gezwungen sind, natürlich auch bedingt durch das Zinssystem, durch das Finanzsystem, dass wir gezwungen sind, dauerhaft eine Überproduktion zu leisten. Also viele Güter, ich persönlich würde es begrüßen, wenn dieses internationale Handelsgeflecht sich wieder darauf beschränken würde, dass wir aus China und aus irgendwelchen anderen Ländern nur noch Ware kaufen, die wir hier nicht herstellen können. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ein kleines Beispiel, ich sage, ich glaube, es war vor 3 Jahren etwa, habe ich das mal gelesen. England, was du gerade angesprochen hast, mit ihrer extremen Abhängigkeit vom Finanzsektor, die praktisch nichts mehr produzieren, keine Industrie mehr, die importieren im Jahr 9 Millionen Tonnen Schweinefleisch und exportieren aber 10. Das heißt, die haben alles, was sie brauchen an Schweinefleisch, um ihren Bedarf zu decken, haben die schon im Land, könnten die bei sich behalten. Aber lebende Schweine sucht man dort vergebens, oder? Ja, das kann ich so nicht sagen, aber auf jeden Fall findet da praktisch ein Handel statt, der eigentlich gar nicht stattfinden müsste, weil England oder das ist dasselbe mit, habe ich mal gelesen, deutsche Eichen werden hier gefällt, werden nach China geschickt, da werden zu Zahnstochern verarbeitet und kommt dann wieder zurück. Das heißt, es entsteht Handel, der für das Land keinen Mehrwert hat. Das Einzige, was passiert ist, dass billiges Schweinefleisch in die Entwicklungsländer geschickt wird oder generell auch Hühnchen. Da gibt es eine Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die das ganz genau aufzeigt, dass Fleisch in die gefroren, mit minderer Qualität in die afrikanischen Länder geschickt wird, zu ganz günstigen Preisen und die da unten, und das zerstört natürlich die einheimische Fleischindustrie. Und so, sage ich mal, es entstehen Warenströme, wir sind immer Leute beteiligt an diesen Warenströmen, es führt zu Geld, das ist klar. Aber der eigentliche, die Idee des Handelns, nämlich dass ich ein Gut hergebe, das ich habe und eintausche oder je nachdem gegen Geld, dass ich gegen ein Gut, das ich nicht habe, diese Idee ist völlig verloren gegangen. Und so entstehen da wirre Kreisläufe, die kein Mensch mehr nachvollziehen kann und die einfach nur dafür sorgen, dass alles kommerzialisiert wird. Ja, zum Jeder Beispiel, ist, ja. entschuldige, aber Europa steht da ja auch gar nicht mal so frei da, wie man denken möchte. Wir werden ja auch vom großen Bruder an der Leine gehalten, und zwar an der kurzen. Zum Beispiel exportieren wir schon auch in die USA, beispielsweise Autos. Mercedes aus Stuttgart, die produzieren Mercedes und exportieren die in die USA. Allerdings müssen wir den USA erst das Geld geben, mit dem sie uns den Kram abkaufen, indem wir uns von denen wertlose Dollaranleihen kaufen müssen. Und damit bezahlen die dann im Grunde genommen die Waren, die sie von uns bekommen. Das ist also auch nicht wirklich das optimale Geschäft. Oder wie siehst du das? Habe ich das richtig dargestellt? Das ist das, sag ich mal, ein weiteres ganz großes Fass, dass der Warenhandel, jetzt zum Beispiel bei Autos, insbesondere natürlich im Ölbereich, dass der natürlich hauptsächlich in Dollar funktioniert. Und dass wir saubere, also ich sage jetzt mal wir im Sinne aus Deutschland eben, saubere Ingenieursarbeit, handfeste, konkrete Maschinen,
dass wir die produzieren und in die USA schicken und zurückbekommen wir Papier. Papier, das beliebig hoch druckbar ist oder kreierbar, das aus der Luft entsteht und das, wie wir jetzt im Rahmen des Quantitative Easing gelernt haben, keine Grenzen kennt. Also wir sind gebunden an unsere geistige Kraft, an unsere Kreativität, an unsere Arbeitskraft und stellen gute Maschinen her. Und was wir zurückbekommen, ist Geld, das schon weniger ist in der Sekunde, in der ich praktisch, eine Sekunde nachdem ich es erhalten habe, ist es schon wieder weniger geworden, weil es inflationiert wird. Im Grunde hält es nicht länger. Das ist natürlich ein Tausch, der in den Büchern, wenn die Politiker von irgendwelchen Außenhandelsüberschüssen oder Exportweltmeister, wenn wir da reden, dann ist das natürlich, hört sich das natürlich hervorragend an. Deutschland hat wieder so oder so viel, die Bundesrepublik hat wieder so und so viel Exportüberschüsse erwirtschaftet, aber dass wir praktisch Maschinen gegen Luft tauschen, das erwähnt niemand. Ja, wobei das war nicht immer so. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir von den USA die Maschinen bekommen, um zu produzieren. Und damals wurden von den europäischen Staaten Reparationsleistungen nicht gefordert. Also man hat darauf verzichtet, denn Deutschland war damals bereits als Wirtschaftsmotor Europas geplant. Nach dem Motto, wir versorgen die wieder mit Maschinen, dann sollen die produzieren. Die Deutschen, die sind nicht besonders clever, aber fleißig, gut Arbeit und dann können wir von denen mit profitieren. Könntest du dir vorstellen, dass da jetzt 70 Jahre später vielleicht doch noch die eine oder andere Rechnung auf dem Tisch liegen wird? Also da bin ich sowas von überzeugt. Also ich sag mal, wir hatten das ja ganz am Anfang angesprochen, für mich ist der Erste und Zweite Weltkrieg ist, so wie es John Major damals, 1995, hat er das gesagt, auf einer Rede zum 50-jährigen Ende des Zweiten Weltkrieges, hat er gesagt, wir feiern heute das 50-jährige Ende des Zweiten 30-jährigen Krieges. Also für diese Leute, die Drahtzieher, die Urheber, ist der Erste und der Zweite Weltkrieg ein Krieg mit ein paar Jahren Unterbrechung. Und wir haben ja, glaube ich, bis ins Jahr 2009, 2010, so in der Richtung, haben wir noch Reparationen für den Ersten Weltkrieg gezahlt. Und dann, da komme ich vielleicht wieder zurück auf den John Maynard Keynes, den ich schon angesprochen hatte. Der war sicherlich kein Freund der Deutschen, aber er hat gesagt, wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass Deutschland, so wie du sagst, sonderlich clever sind sie nicht, aber sie arbeiten gut. Und wenn es Deutschland im Zentrum Europas gut geht, hat auch die Peripherie was davon, weil sie einfach, weil Warenaustausch stattfindet und weil Deutschland durch seinen Reichtum die anderen Länder so ein bisschen mitzieht. Und deswegen hat er gesagt, wir dürfen die Deutschen nicht komplett, so wie es Morgenthau zum Beispiel geplant hatte oder der Young Plan, Deutschland wieder praktisch zu einem Ackerland zu machen, da hätten sich die Alliierten für ihr kommendes Wirtschaftssystem in den eigenen Finger geschnitten. Dann wären wir heute kommunistisch, um es mal auf den Punkt zu bringen. Genau, also das hat ja auch, ich glaube 2010 hat das der ehemalige Kommissar Industrie, Günter Verheugen, genau, hat das damals auch ganz klar gesagt, ich glaube es war bei Maischberger oder, ja, hat gesagt, Deutschland wurde innerhalb Europas vor den Karren gespannt, weil sie gewusst haben, wenn wir diese EU aufbauen, dann brauchen wir Geld. Wir brauchen ein Zugpferd, das werden die Deutschen sein. Die arbeiten, die machen den Kopf runter und die merken vor allen Dingen nichts. Und wenn man jetzt sagt, Deutschland zahlt keine Reparationen, dann ist das vielleicht direkt richtig. Aber ich bin der Meinung, alles, was wir zahlen, führt an die EU, an die NATO, an die UNO, die Gratislieferungen, die Dolphin-U-Boote und so weiter und so fort, die Liste ist endlos. Das sind für mich versteckte Reparationen, die Besatzungskosten und so weiter und so fort. Das sind Kosten, die uns daraus entstanden sind, dass wir den Krieg, also dass damals das Deutsche Reich den Krieg verloren hat.
Naja, Gott sei Dank, sonst müsste ich heute mit kurzen Hosen rumlaufen. Hätte ich auch keine Lust zu. Jetzt ist es aber doch so, dass Europa als Handelspartner, wenn mit denen noch jemand Handel betreibt, sehr martialisch auftreten. Die haben immer gleich eine ganze Rechtsanwaltsabteilung dabei und kommen da mit bestens ausgestatteten Profis und diese ganzen, sagen wir mal, ja, ich sag's nicht gerne, dumm sind die sicher nicht, aber die waren sicher lange Zeit ein bisschen naiv und haben sich dann über den Tisch ziehen lassen. Ist das heute immer noch so? Es wird besser, aber es ist noch nicht zufriedenstellend. Also ich habe ein Beispiel, was ich im eigenen Leibe miterlebt habe, war damals, als ich in Genf gearbeitet habe, hatte ich, sag mal, das Glück, dass ich dafür eine Organisation gearbeitet habe, die sich so ein bisschen als Mittler gesehen hat zwischen den Industrienationen und den Schwellenländern und Entwicklungsländern. Und ein kleines Beispiel zeigt eigentlich relativ gut, wie das funktioniert. Also es kommt eine Handelsrunde zustande. Die nationalen Vertreter treffen sich und dann kommt eine EU-Delegation mit 50 hoch dekorierten Wirtschaftsanwälten an, die alle nichts machen, den ganzen Tag nichts anderes machen, als zum Beispiel Lissabon-Verträge zu schreiben. Die kommen von Banken, die kommen von der Industrie. Das ist das Beste vom Besten, was man sich vorstellen kann. Also in diesem Sinne. Und dann kommt eine kleine Delegation. Damals war das Sambia. Das sind drei Leute und davon ist einer Praktikant, der mal ein halbes Jahr in Genf war. Und dann kommen die in dieses Gebäude rein und dann steht zum Beispiel für ein Produkt geht es um Zölle, sage ich mal einfach Hühnchenzölle. Das ist wirklich nur ein Beispiel, ja. Und das betrifft eben dieses Entwicklungsland, Sambia zum Beispiel. Und erstens, die bekommen keinen Plan. Die wissen nicht, wo diese Handelskonferenz, die sie direkt betrifft, wo die stattfindet. Das heißt, die verpassen den Termin, können ihre Stimme kommt nicht zu Wort. Das ist wirklich so. Und wenn sie dann tatsächlich da ankommen, angenommen irgendwie rechtzeitig, doch noch irgendwie, dann sehen Sie sich diesen 50 Superanwälten gegenüber. Und Sie haben keine Chance. Das heißt, in ganz vielen Ländern, sage ich mal, das Gros der afrikanischen Länder, ja, die nordafrikanischen Länder sind schon ein bisschen weiter, aber das Gros der afrikanischen Länder ist völlig hilflos. Und die sind darauf angewiesen und deswegen entsteht auch diese Verbindung zu China, dass sie irgendjemanden, einen Mächtigen finden, der ihre Interessen einigermaßen vertritt. Und jetzt sagen sich die Chinesen, okay, wir liefern euch, ist nicht alles Gold, was glänzt bei den Chinesen, das muss man auch sagen. Aber wie du sagst, sie machen ein bisschen mehr für die Infrastruktur. Sie sind nicht so ausbeuterisch wie die Brüsseler Kollegen oder die Washingtoner Kollegen. Und gleichzeitig, das ist der materielle Effekt, dass sie Straßen bauen, Kindergärten und so weiter. Aber der andere ist auch, dass sie zum Beispiel sagen, okay, wir liefern euch Hilfe in diesen Handelsrunden. Wir stehen für euch ein. Und das ist natürlich unbezahlbar, weil dann kannst du an der Wurzelpacke das Problem packen und kannst dann deine Interessen vertreten. Und dann ist es deutlich besser, als wenn die Entscheidung gefällt wird. Die Verträge sind fix und dann muss man sich dagegen wehren. Also mit anderen Worten, die Chinesen setzen auf Harmonie, während die Europäer auf Dominanz setzen. Und deswegen gibt es immer mehr Länder, Staaten, auch Rohstoffstaaten, die gar keine Lust mehr haben, überhaupt mit uns sich an den Verhandlungstisch zu setzen, weil sie genau wissen, dass sie sowieso über den Tisch gezogen werden. Genauso Ist ist das es, ne? vielleicht einer der Gründe, warum bei uns die Wehrpflicht abgeschafft wurde und wir jetzt wieder eine Berufsarmee haben? Und ist das vielleicht der Grund, warum in ganz Europa auf einmal der Ruf nach den Waffen lauter wird? Alle produzieren wie die Teufel gerade Waffen und exportieren sie in alle Herren Länder. Geht das vielleicht in die Richtung, dass wir sagen, gut, wenn ihr nicht mit uns verhandelt, dann haben wir auch noch andere Möglichkeiten, uns eure Rohstoffe zu holen oder genauer gesagt unsere Rohstoffe, die der liebe Gott dummerweise bei euch vergraben hat. Genau, was macht unser Öl unter eurem Sand? Genau.
Also ich denke, diese Militarisierung ist ein Fakt. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, mir den Lissabon-Vertrag durchzulesen. Das war ein Teil. Und diese Militarisierung, die wird beschönigt. Damals Generalsekretär der NATO, Javier Solana, hat da ein Papier rausgegeben, eine bessere Zukunft in einer sicheren Welt. Also es wird ja immer alles so schön verblendet dargestellt. Diese Militarisierung hat meiner Meinung nach zwei Ziele. Das eine ist der äußere Feind. Davon kann auch der ehemalige Bundespräsident Köhler ein Lied singen. Wobei ich jetzt nicht davon ausgehe, dass der auf einmal ein guter Mensch geworden ist. Ich denke, er hat das gesagt und dann hat man da einen Skandal drum aufgebaut, damit er abtreten kann. Der eigentliche Grund lag meiner Meinung nach woanders. Aber es ist definitiv so, dass die Aufrüstung dazu dient, die Handelswege freizuhalten. Da habe ich auch in meiner Masterarbeit habe ich ein kleines Kapitel habe ich diesem Thema gewidmet. Und wenn man liest, was diese Leute, diese Thinktanks zu diesem Thema denken, also die sagen es ganz klar. Die sagen, die nennen das die Bottom Billion, die untere Milliarde fängt an, insbesondere Afrika und auch Teile von Asien, die fangen jetzt an, rebellisch zu werden. Unser Lebensstandard ist gefährdet und wir müssen da jetzt Truppen hinschicken. Das ist das eine. Vielleicht könntest du mal kurz erklären, was sind eigentlich Handelswege? Da stellt man sich vor, irgendwelche Schifffahrtsrouten, die vor Piraterie geschützt werden müssen. Was ist da eigentlich konkret mit gemeint? Ja, genau, zum Beispiel vor, was war das? Sri Lanka. Ich weiß nicht, ob das richtige Piraten sind oder ob das nur von der Presse irgendwie aufgebauscht ist, das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Aber es geht darum, dass zum Beispiel die Öltransporte aus dem Mittleren Osten oder die aus dem Iran gehen durch die Straße von Hormus und so weiter, gehen dann in Richtung Europa nach Rotterdam. Und diese Handelswege müssen natürlich gesichert werden. Und früher war das einfach so noch möglich, durch Marineeinheiten. Dann wurde mal strategisch ein Flugzeugträger platziert, alles kein Problem. Aber jetzt, mittlerweile, ist es so, dass zum Beispiel insbesondere die Chinesen entlang dieses Streifens, der für die Rohölzufuhr nach China, zwischen den afrikanischen Ländern und China, entlang dieser Linie, haben die Chinesen Häfen gebaut. Deswegen sage ich, man muss das immer zweischneidig sehen. Natürlich bauen sie Häfen und Infrastruktur, aber das hat natürlich auch einen Sinn. Also sie sind ja keine, sag ich mal, keine Heiligen. Aber jedenfalls ist es so, wenn die Chinesen ernst machen würden, könnten sie diese Handelswege unterbrechen. Dasselbe ist, wenn wir schauen, zum Beispiel Nordafrika, Kanal einfach, ja. durch der Suezkanal, der sorry, wie heißt der? Panama-Kanal, Mittelamerika. Wenn das damals in den 60er Jahren, als der ägyptische Präsident damals den Suezkanal gesperrt hat, das war für die Engländer, für die Franzosen, im Grunde für ganz Europa, für alle etablierten Westmächte war das ein Desaster. Und das darf sich nicht wiederholen. Also und wenn man sich den Welthandel anguckt, da geht es unglaublich viel, ist maritimer Welthandel. Die Containerschiffe, das sind Ladevolumen, die sind unglaublich. Ich meine, wir haben alle die Bilder im Kopf von diesen riesigen Schiffen. Da wird praktisch alles transportiert, was wir hier von Nahrungsmitteln über Konsumgüter, teilweise wird sogar Wasser. Riesige Wassercontainer werden praktisch aus irgendwelchen Ländern hier nach Südeuropa gekarrt. Und das muss gesichert sein. Da darf es keine Verzögerungen geben. Da hängt ja Geld dran. Da sind Versicherungen, da hängen Banken dran, da sind Handelsverträge dran. Und das muss alles reibungslos funktionieren. Und wenn das nicht gegeben ist, dann muss man in den einzelnen Ländern für Nachdruck sorgen und muss da Militärbasen aufbauen. Aber Gehört's? da wollte ich noch ganz kurz noch nur einen Satz. Am Anfang habe ich gesagt, oder einleitend habe ich gesagt, dass
auch für den äußeren Feind sozusagen gedacht ist, aber diese Militarisierung hat auch Ziel im Inneren, und das sind, sage ich mal, das sind wir. Das sind Menschen, die langsam aber sicher verstehen, wie das funktioniert. Das sind Menschen, die demonstrieren, Menschen, die sich zusammenfinden. Für mich, weil ich aus dieser Region komme, Stuttgart 21 war ein sehr gutes Beispiel, die wirklich normale Menschen, ältere Kinder, friedliebende Menschen, die einfach nur demonstrieren, zu Recht, meiner Meinung nach, wie die zusammengeschlagen werden. Und das zeigt ein unglaubliches Gewaltpotenzial und vor allen Dingen auch Hasspotenzial seitens Beherrschenden gegenüber den Beherrschten. Und das ist auch ganz sicher ein Grund, warum wir diese Militarisierung im Moment gerade miterleben. Ja, wobei ich denke, dass heutzutage gewaltbereite Personen eher bei der Polizei eingestellt werden als Moderate. Meine Frage, gehört eigentlich das Überfallen und Fördern der Rohstoffe, wie zum Beispiel jetzt in Mali durch Frankreich Uran und Gold oder Libyen auch durch Frankreich, da geht es um Öl, gehört das eigentlich auch zum Freihalten von Handelswegen? Ja, absolut. Das ist Mittel zum Zweck. Ich sag mal, damals Sarkozy in seinen letzten Tagen als Präsident, er hat ja damals Gaddafi eingeladen zu sich. Gaddafi hat gesagt, okay, ich komme nach Frankreich, aber ich schlafe in meinem Zelt. Nachdem er dann, ich glaube, 42 Jahre lang die Welt mit Öl versorgt hat, mit seinem Öl, aber gleichzeitig eben auch noch was für sein Land gemacht hat. Ja, wir kennen ja alle dieses Wasserreservoir und diese... Ja, in der Kyrenaika. Um es mal auf den Punkt zu bringen, als Gaddafi die Revolution gestartet hat, da hat der Platzhalter dort geherrscht, den die Faschisten und Mussolini dort hinterlassen haben. Als die Faschisten dort abziehen mussten aus Libyen, haben die erstmal ein Drittel der Bevölkerung verhungern lassen. Und ja, dann haben sie dort einen richtig üblen Patriarchen eingesetzt, nämlich den Idris al-Sanussi, König Idris al-Sanussi. Der war pädophil, hat sich in den Kinderhaaren gehalten. Frauen mussten ihm die Schuhe küssen und die Lebenserwartung der Libyer, die betrug damals etwa 30 bis 40 Jahre. Nachdem Gaddafi dort einiges verändert hat, beträgt die Lebenserwartung heute 70 Jahre. Jeder Libyer hatte Anrecht auf eine Wohnung, das galt als Menschenrecht. Brot wurde subventioniert, man hat dort also für 2 Cent 70 Brote fast gekriegt. Es wurden Ehen gesponsert, es wurden Existenzgründungen gesponsert. Wer gerne Landwirt machen werden wollte, der bekam also sein Saatgut zum Nulltarif gestellt. Also ja, da gab es einige massive soziale Verbesserungen, auf die sogar wir Europäer neidisch wären. Inzwischen ist es dahin und dafür beuten wir wieder deren Öl aus, so wie es eben leider ist, ja. Gut, Bomben statt Brunnen. Ja. Nee, entschuldige, dann gerne nochmal du vorher. Ich sag, einen Satz fällt mir gerade ein, um das, sag ich mal, abzuschließen, weil du sagst, wie kann es sein, dass auf der einen Seite alle reich und auf der anderen Hälfte des Kontinents oder des Planeten sehr viele Menschen arm. Gibt es von Bertolt Brecht diesen Spruch, armer Mann und reicher Mann stehen da und sehen sich an. Und der Arme sagte bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Und genauso ist es. Es kann nicht zwei reiche Parteien geben. Das heißt, mit anderen Worten, dass jemand teilt, das würde Verzicht bedeuten. Und die Mentalität der Leute, die an der Spitze dieses Planeten sitzen, die sind einfach nicht so ausgelegt. Wenn man sich den von oben mal den Planeten angucken würde und mal schauen, was hier abläuft, und man mal seinen Jägerzaun und sein kleines Haus mal außen vor lässt und sich das Wirtschaftssystem, das Finanzsystem und die Arbeitswelt angucken würde, dann fällt mir nur das ein. Da gibt es ein kleines Video von Max von Bock, wie Geld funktioniert, heißt es, glaube ich.
Da wird ganz klar, sag ich mal, ein bisschen komödiantisch wird da einfach dargelegt, dass dieser Planet ausgelegt ist auf eine Produktionseinheit. Es geht darum, die Leute, die das Geld am Ende einstecken, die können ja nicht selber in die Bergwerke steigen, die können nicht selber die Maschinen erfinden, die können nicht selber morgens um 5 Uhr aufstehen und dann 12 Stunden arbeiten. Das geht eben nicht. Das heißt, sie brauchen jemanden, der diese Arbeit für sie tut, damit sie weiterhin in diesem unbegrenzten Reichtum leben können. Und wir haben, sag ich mal, hier in Westeuropa und in den USA, wir haben das Glück noch, was sich aber meiner Meinung nach bald ändern wird, wir haben das Glück, dass wir von diesen Krümmeln, die übrig bleiben, noch ein bisschen abbekommen, während andere von den Krümmeln praktisch überhaupt nichts bekommen. Und das geht, sag ich mal, diese Ära geht hoffentlich demnächst zu Ende. Okay. Ich will das auch noch mal kurz zusammenfassen, weil ich hier auf zwei Punkte komme, die sich gegenseitig ergänzen. Erstens, Geld wandert nicht, Geld wohnt. Und wenn ich es haben will, muss ich es jemandem wegnehmen. Zweitens, der Triumph der Faulheit, möchte ich sagen. Denn im Grunde geht es darum, mit immer weniger Aufwand immer mehr Geld zu verdienen, immer mehr Gewinn zu machen. Und da haben wir inzwischen Ertragshebel, die sind so gewaltig, dass eben dann auch die Folgen für die für die Südhalbkugel, also für die armen Länder dieser Welt, gewaltig sind. Das heißt, wenn hier jemand sich unglaubliche Geldmengen aufs Konto spült, dann fehlen die woanders automatisch und die Leute verhungern. Und damit können wir nochmal darauf zurückkommen, was hat Globalisierung mit Hunger zu tun? Globalisierung, Hunger ist die Bedingung dafür, dass es in dem anderen Teil der Welt Überfluss gibt. Das, was du sagst, meiner Meinung nach, das, was du sagst mit, das Geld wohnt und nicht wandert, und alles Geld, was ich dem einen wegnehme, muss ich ihm sozusagen stehlen. Genauso verhält sich es auch mit Lebensmitteln. Wir haben begrenzte Kapazitäten, was die Lebensmittelbeschaffung angeht. Wir haben jährlich ein gewisses Kontingent. Und wenn wir uns überlegen, dass wir alleine 30 Kilo Getreide brauchen, um ein Kilo Fleisch zu produzieren, das dann noch vollgepumpt ist mit Hormonen und irgendwelchen Impfmitteln oder was weiß ich, wenn wir uns überlegen, dass die Zahl, die wird jetzt eventuell, da lasse ich mich korrigieren, aber 20% dessen, was wir im Supermarkt sehen, in der Mülltonne landet. Das kann einfach nicht sein. Da ist nicht nur ein Ungleichgewicht, sondern da ist, meiner Meinung nach, ist da ein ganz bewusstes, wenn man sich das anguckt, über Jahrzehnte hinweg, ein Fehler kann einmal passieren oder zweimal passieren, der kann auch 10 Jahre kann der vorherrschen. Aber wenn man über zig Jahre, über Jahrzehnte hinweg an einem Problem, an einem so einem existenziellen Problem wie Hunger nicht arbeitet, dann muss da jemand sein, der das blockiert. Ja, wenn man auch bedenkt, dass jedes Jahr Millionen Tonnen Nahrungsmittel bewusst vernichtet werden in Europa, an Europas Küsten, um dadurch die Preise stabil zu halten, dann wird einem dieser Wahnsinn bewusst. Ja. So, die Zielgerade kommt bereits in Sicht. Bevor wir allerdings zur letzten Frage kommen, noch eine kurze Information an Sie, liebe Hörer. Sie können natürlich im Anschluss an dieses Interview noch Fragen stellen, einfach in unser Kontaktformular bei Jungle Drum Radio oder an info@jungle-drum.de und die werden wir dann anschließend in einem weiteren Interview noch beantworten. Jetzt würde mich doch mal was interessieren. Eigentlich könnten unsere Wirtschaftsvertreter doch endlich mal anfangen, in der dritten Welt mit wirklich fairen Verträgen aufzutreten. Also weniger Anwälte, dafür mehr Fair Play. Auch Verträge, die, sagen wir mal, leichter zu begreifen, leichter zu durchschauen sind, ohne irgendwelche gemeinen Klauseln im Kleingeschriebenen. Dann würde sich vielleicht die Welt wieder wirtschaftlich für uns öffnen. Ist es da vielleicht sogar günstiger, Militär hinzuschicken? Denn das Militär, die Kosten für Militäreinsätze, die werden ja sozialisiert. Die zahlst du, die zahle ich. Aber die Gewinne, die da rauskommen, die sind wiederum privatisiert.
Deswegen macht das vielleicht gar keinen Sinn, für große Konzerne überhaupt noch zu verhandeln, sondern die gehen vielleicht lieber gleich mit ihrer Armee da rein. Ja, also man muss immer schauen, was ist der Ausgangspunkt? Also aus unserer Sicht, wir sind ja so erzogen, man darf niemandem Leid tun, ein Leid antun, man darf niemandem wehtun, man 10 Gebote, sage ich mal so, nicht unbedingt im christlichen Sinne, sondern einfach im mitmenschlichen Bereich. Und wir werden so erzogen, dass Krieg was Schlimmes ist. Aber ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, den viele Menschen jetzt langsam, aber sicher insbesondere im politischen Bereich, realisieren. Wir sind unglaublich naiv. Wir werden erzogen in der Schule mit Werten, die dafür sorgen, dass wir richtige Schäfchen und Lemminge sind. Und die Leute, die die Gesellschaft steuern, bei denen ist es genau andersrum. Die sind eiskalt, die sind skrupellos. Und wenn du jetzt die Frage stellst, ob es nicht einfach besser wäre, diese etwas fairere Verträge auszuhandeln, damit man sich am Ende die militärischen Kosten spart, dann musst du dir die Frage stellen, ob das gewollt ist. Und ich sage, wenn ich mir die Politik anschaue, wenn ich mir die, insbesondere jetzt in der letzten Zeit, wenn ich mir die Kommentare anschaue, dann ist für mich völlig klar, es geht nicht um Frieden. Darum geht es überhaupt gar nicht. Die Leute, die den Planeten steuern, für die ist Krieg nicht nur eine wirtschaftliche, einträgliche Sache, wobei ich das Finanzielle fast schon als sekundär betrachte. Für die Leute, die an der Wurzel des Krieges sind, geht es darum, Krieg zu führen, um Unruhe zu stiften. Offenbar kann man auch nur. Es geht darum, ich sage immer wieder, wir gehen in die Schule, durchlaufen ein Bildungssystem, ja, sind am Ende, sind wir verbildet und man wirft uns vor, dass wir nicht clever genug sind. Sie legen uns ein Finanzsystem vor, oder ein Geldsystem, das dafür sorgt, dass wir uns überschulden müssen. Viele Menschen müssen Kredite aufnehmen, um ihren Lebensunterhalt zu decken, dieses neoliberale System. Und wenn sie uns dann gezwungen haben, auf Kredit zu leben, ich rede jetzt nicht von Flachbildschirmen oder so, es gibt, ja, wenn sie uns dann gezwungen haben, dieses System anzunehmen, dann stellt sich die Bundeskanzlerdarstellerin hin und sagt, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Also sie zwingen uns in ein System, das für uns schlecht ist, und wenn es dann das System soweit ist, dass es explodiert, dann heißt es ja, seht doch, ihr seid daran schuld. Ja, das ist genau dasselbe wie jetzt mit diesem Abhörskandal Prism, Echelon und Tempora, wo jetzt unser Innenminister meinte, ja, tut uns leid, liebe Bürger, aber da müsst ihr schon selber gucken, wie ihr das verschlüsselt kriegt. Also da wird mal wieder die Verantwortung weit von sich geschoben. Darum soll es auch in unserem nächsten Interview gehen. Mit diesem Interview sind wir soweit erstmal am Ende. Ich würde dir aber gerne, lieber Nico, noch das Schlusswort erteilen, wie es bei uns Usus ist. Vielen Dank dafür. Also ich kann nur überzeugen, also ich sage, überzeugen kann man niemanden. Also wenn das jemand hört, deine Zuhörer, wenn die dieses Interview hören, wir konnten ein paar Begriffe in den Raum stellen, wir konnten ein paar Zusammenhänge erläutern. Wenn jemand von den Zuhörern das Gefühl hat, dass da was dran ist, dann kann ich nur appellieren, nehmt euch mal die Zeit, setzt euch hin und versucht, diese Zusammenhänge zu ergründen. Und ihr werdet feststellen, ihr kommt von einem ins andere, was wiederum die Gefahr birgt, dass man vom Tausendstel ins Zehntausendstel ins Hunderttausendstel kommt. Aber die Verschwörung hinter unserem Wirtschaftssystem, hinter unserem Politiksystem ist so groß, können wir uns nicht mal vorstellen. Deswegen gewinnen die. Wir sind so naiv erzogen, dass unser Horizont überhaupt gar nicht im Ansatz dafür reicht, uns das auszumalen, was die umsetzen. Und deswegen finde ich, sind solche Blogs
wie deiner hier, so diese Interviews, die sind unheimlich gut, weil das ist realistisch, das ist lebensnah und da kann man was mit anfangen, das kann man als Grundlage nehmen, um von da aus weiterzuarbeiten. Nico, vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview. Danke an dich, danke an euch.